Halloween steht vor der Tür und ihr wisst, bei uns gibt es zur passenden Jahreszeit immer die besten Cocktails. Und was passt besser zu Halloween? Der legendäre Zombie-Cocktail. Oh. Wahrscheinlich hat ihn jeder von euch schon mal getrunken oder auf einer Karte entdeckt und hat sich mal gefragt, was ist da eigentlich drin? Und ich muss zugeben, bis zu der Recherche, zu dem Video wusste ich es auch nicht. Und ich dachte immer, der Zombie ist sowas ähnliches wie ein Long Island oder Painkiller, also einfach ein Drink mit unglaublich viel Alkohol, der auf der Karte irgendwo ganz unten steht, den höchsten Preis hat. Und die meisten Bars empfehlen da nur ein oder zwei zu trinken. Aber ich habe genau recherchiert, habe mich nicht lumpen lassen und wir haben das Originalrezept dazu rausgesucht. Das heißt, wir machen heute den originalen Zombie von 1934. Und eine Sache hat es auf jeden Fall gemein mit den meisten Cocktails auf einer Karte. Er hat unglaublich viel Alkohol drin. So viel Alkohol, ich hoffe, dass wir genug Platz auf dem Tisch heute dafür haben. Eine Sache noch, der Cocktail hat viele, viele Spirituosen, die vielleicht nicht jeder unbedingt zu Hause hat. Deswegen dachten wir uns, wir machen zwei Versionen des Zombies. Einmal der Klassiker von 1934 und eine vereinfachte Variante, die ihr ganz einfach zu Hause nachmachen könnt, mit Zutaten, die es eigentlich in jedem Laden gibt, der aber ebenso an die Qualität einer Bar rankommt. Doch bevor wir jetzt mit der ganzen Sache starten, erstmal zur Geschichte des Cocktails. Bevor wir jetzt mit der Geschichte des Drinks anfangen, nochmal eine kleine Geschichte aus meinem Privatleben. Bei uns in der Nähe gibt es eine Bar, die macht auch einen Zombie. Der kommt nicht ganz an das Original ran, aber die machen immer viel Show um den Drink herum. Vielleicht ist es ähnlich bei euch. Dort zum Beispiel kommt ein Glas auf den Tisch, das aussieht wie ein Totenkopf. Und wir dachten uns, das muss eigentlich nachmachen. Und deswegen habe ich so ein cooles Tiki-Glas extra für den Drink geholt. Der erinnert mich irgendwie an diesen Kerl von Nachts im Museum. Boah, wie hieß der nochmal? Du bist Dum Dum. Don the Beachcomber oder auch bürgerlich Ernest Raymond Beamont Gunt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ernest Raymond Beamont Gunt. Was sein Name? Er ist sowas wie der Vater der Tiki-Cocktails. Er brachte nämlich den Amerikanern ihre ganzen Urlaubs-Tiki-Cocktails nach Hause in die Stammbar. Sein berühmtester Cocktail ist auf jeden Fall der Zombie, den wir heute machen. Den hat er bereits 1934 kreiert. Ich habe schon am Anfang kurz erwähnt, es gibt ja etliche Varianten, Rezepten und Versionen davon. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass er ein großes Geheimnis um seine Rezeptur gemacht hat. Er hat um seine Rezepte ein großes Geheimnis gemacht. Er hat nicht wie üblich einfach die Zutaten aufgeschrieben. Er hat nämlich seine Flaschen der Bar durchnummeriert, irgendwas draufgeschrieben, wie zum Beispiel Spice Number 2 oder Don's Mix. Darin etwas zusammengemischt, so, dass selbst seine eigenen Barkeeper in der Bar nicht wussten, was sie dort machen. Die Leute mussten einfach probieren, gucken, was sie rausschmecken, es dann zu Hause nachmachen und deswegen haben wir heute hunderte Versionen des Zombie-Cocktails. Mittlerweile ist das Geheimnis gelüftet und wir wissen, was da drin ist. Und deswegen kommen wir jetzt zum originalen Zombie von 1934. Kommen wir jetzt zu den Zutaten des originalen Zombies. Was wir auf jeden Fall brauchen, was jeder Zombie gemeinsam hat, wir brauchen sehr viel Rum. Unter anderem benutzen wir heute Falernum, das ist ein Rumlikör. Dann haben wir einen Demarara. Dann haben wir einen Demarara Rum. Das ist noch nicht alles. Also ihr seht, es sind einige Zutaten. Der Platz auf unserem Tisch geht langsam aus. Aber wir brauchen Bitters. Wir brauchen einen dunklen Rum. In dem Fall haben wir den Appleton Estate. Ihr könnt dann natürlich jeden anderen Rum eurer Wahl nehmen. Wir brauchen Zimtsirup. Den mischen wir zusammen mit dem Grapefruitsaft. Und dann haben wir eine von Don's berühmten Zutaten, nämlich Don's Mix. Das ist im Grunde eine Mischung aus Zimt, Sirup und Grapefruitsaft im 2:1 Verhältnis. Zwei Parts Grapefruitsaft, ein Part Zimtsirup. Wir brauchen Grenadinsirup, wir brauchen einen goldenen Rum, in dem Fall der von Legendarium. Wir brauchen Pernod, davon auch nicht viel, nur einen Löffel. Wenn ihr den nicht zur Hand habt, könnt ihr theoretisch auch Absinth nehmen. Aber im Originalrezept brauchen wir Pernod und Limettensaft. An der Stelle auch einen großen Dank an Conalco, die es diese ganzen Flaschen zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr das Rezept nachmachen wollt oder mal irgendwelche andere Spirituosen bestellen wollt, checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung. Dort findet ihr auf jeden Fall alles. Wenn ich das Ganze sehe, kann ich mir jetzt auf jeden Fall auch gut vorstellen, warum der Drink Zombie heißt. Wir starten mit 3 cl des Demerara Rums. Eine frische Flasche. Krass. Dann kommt 4,5 cl. eines dunklen Rums hinzu. Wir haben in dem Fall den Appleton Estate aus Jamaika. 4,5 cl eines goldenen Rums. Als nächstes brauchen wir Falernum, davon 1,5 cl. Ich muss zugeben, wir machen echt wenig damit, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass gar nicht so viele Leute Falernum mögen eigentlich. Das ist so ein Rumlikör, er schmeckt so ein bisschen rauchig nach Mandeln. Also mir persönlich schmeckt es sehr gut, aber ich glaube, andere haben da so ein bisschen ein Problem. Schmeckt halt wie Marzipan, mag nicht jeder. Als nächstes kommt 2 cl frisch gepresster Limettensaft hinzu. Der ist besonders wichtig. Der gibt den ganzen Drink noch eine gewisse Säure mit und nochmal diese Frische in den Drink. Und da wir jetzt sehr viel Alkohol haben und auch noch viel Süße ins Spiel kommt in Form von Sirup, brauchen wir etwas, das ein bisschen ausbalanciert. Und dafür haben wir den Limettensaft da. Jetzt kommen 3 cl des Grapefruitsaftes hinzu.
also unser berühmter Don's Mix. Wir machen es nur diesmal direkt im Shaker und nicht in einem separaten Verhältnis. Das heißt 3 cl Grapefruit und 1,5 cl Zimtsirup. So, jetzt die 1,5 cl des Zimtsirups. Ich glaube, mit Zimtsirup können wir auch einiges in der Weihnachtszeit machen. Es riecht einfach unglaublich nach Weihnachten, so eine schöne Süße. Ich glaube, damit könnte man bestimmt einen Irish Coffee tun. So, jetzt kommt noch Grenadine hinzu. Davon gar nicht mal so viel, nur 7,5 ml. Auch selten, dass man zwei Sirups in einem Cocktail mischt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, hier haben wir was Besonderes auf jeden Fall. Jetzt kommt Pernod. Davon habe ich schon am Anfang ein bisschen erzählt. Und davon brauchen wir unglaublich wenig, tatsächlich nur 5 ml. Ihr könnt theoretisch auch eine Pipette einfach nehmen und 5-6 Tropfen hinzugeben. Riecht nach Anis. Die wenigsten von euch werden wahrscheinlich Pernod zu Hause haben, obwohl das eigentlich ein riesiges Unternehmen ist mit etlichen Spirituosen unter sich. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Pernod zu Hause nicht habt, könnt ihr auch gerne Absinth nehmen, dann eben so 5 ml hinzugeben. Aber denkt dran, mit Absinth wird der Cocktail noch stärker, da ja ich glaube 70-80% habt ihr nach Absinth. Und zum Schluss brauchen wir Angostura und die machen wir direkt in den Shaker rein und nicht on top. Da könnt ihr so 2-3 Dashes drauf machen. Das Ganze wird jetzt nochmal mit Crushed Ice geshaked. Einmal zu und shaken. Drink ist jetzt kalt und gut durchgeshakt. Jetzt kommt unser Dum-Dum ins Spiel. Und das gießen wir jetzt dirty ins Glas, das heißt ohne Sieb oder sowas. Einfach direkt rein. Ich mache noch ein bisschen Crushers on top, damit es ein bisschen schöner aussieht. So. Als Deko mache ich noch ein bisschen Minze drauf. Die aktiviere ich kurz. Ein Trinkhalm. Und fertig ist der Zombie. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt mal. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich auch noch nie so einen originalen Zombie getrunken. Der ist gefährlich. Sehr, sehr böse, sehr lecker, aber auch sehr, sehr gefährlich. Man merkt den Alkohol halt nicht so krass. Und das ist gerade das Gefährliche an der ganzen Sache. Er hat so eine schöne Süße, man merkt jeden Rum. Zimt. Aber ich glaube, also mehr als zwei sollte man davon nicht trinken. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich merke jetzt schon was und das nur nach 3 Schlucken. Aber zum Glück wird den David gleich wegziehen. Probier nochmal, warte. Es ist auf jeden Fall ein sehr komplexer Drink. Wir haben von jedem Rum ein bisschen was, irgendwie dieses, ein bisschen was Süßes, was Kräftiges, was Holziges. Gefällt mir wirklich gut. Was ich auch noch besonders finde, trotz dessen, dass wir nur 5 ml des Pernod drin haben, haben wir noch eine ganz, ganz leichte Anisnote. Aber trotz dessen, dass da so viel Alkohol drin ist, schmeckt es. Er hat wirklich eine angenehme Süße, eine angenehme Säure. Rum ist im Vordergrund und die Alkoholnote natürlich auch. Aber im Großen und Ganzen ein cooler Drink. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem beispielsweise Long Island Iced Tea oder dem, ich würde auf jeden Fall den nehmen. Aber im Großen und Ganzen ein cooler, gefährlicher Drink, da muss man echt aufpassen. Auf jeden Fall ist es ein unglaublich starker Drink. Ich persönlich finde ihn sogar stärker als Long Island. Im Long Island haben wir natürlich Filler drin, wie Cola oder sowas in Richtung. Das fehlt hier komplett. Es ist wirklich ein rein alkoholischer Drink mit ein bisschen Sirup. Aber für das, was er ist, gefällt er mir wirklich gut. Es ist ein Drink, von dem man nicht allzu viel trinken sollte. Er hat eine große Bandbreite an Spirituosen. Wenn ihr die Sachen zu Hause habt, macht es auf jeden Fall nach, probiert es aus. Wenn ihr die Sachen zu Hause nicht habt, checkt gerne die Links in der Beschreibung bei Konalco ab. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu der vereinfachten Version des Zombies. Für unsere zweite Version des Zombies brauchen wir ein paar andere Zutaten. Wir ersetzen den goldenen Rum und den Demerara Rum einmal durch einen weißen Rum, in dem Fall den Plantation Freestars. Und, da kommt noch was Krasses auf uns zu, ein Overproofed Rum, der Old Pascas mit 73%. Hinzu kommen außerdem noch Apricot Brandy und wir haben Säfte im Spiel. Einmal einen Ananassaft und den O-Saft. Auch für diesen Zombie brauchen wir einen Shaker. Ich gebe erstmal 2 cl meines lieblingsweißen Rums, den Plantation Freestars, in den Shaker hinzu. 2 cl eines Jamaika Rums, oder ihr könnt auch einfach einen dunklen Rum nehmen, zum Beispiel mit Havana 7 Jahre. Da kommt 1 cl des Apricot Brandys hinzu. Jetzt kommt der Killer, 1 cl Overproof Rum. Es gibt einen Shot, der heißt Seemannstod. Da trinkt man einen Shot davon mit dem Zuckerwürfel und glaubt mir, macht das, ist nicht jedermanns Sache. Unser einziger Sirup, 2 cl Grenadine. Wenn ihr mal sehen wollt, wie man den selber macht, checkt gerne mal das Video hier oben ab. Dann machen wir 3 cl des Limettensaftes. Perfekt aufgegangen. So, jetzt kommen auch die Säfte ins Spiel. Vom O-Saft 3 cl. Und vom Ananassaft brauchen wir 4 cl. Den shaken wir genauso wie den vorherigen auf
Crushed Ice. Das liegt daran, dass Crushed Ice einfach schneller schmilzt und da da so viel Alkohol drin ist, bildet sich Schmelzwasser und das Schmelzwasser macht den ganzen Drink halt ein bisschen sanfter am Ende. Unser Drink ist abgekühlt beim Shaken und jetzt seihen wir den Drink dirty ins Glas. Noch ein bisschen Crushed Ice für die Deko. Ein Trinkhahn. Und fertig ist die einfache Version des Zombies. Wir probieren das Ganze mal. Ja, Mann. Wie in so einem Urlaub. Kroatien-Urlaub, man ist am Strand. Man bestellt einen Zombie, man kriegt genau das. Er ist nicht so komplex wie der 1934 Zombie. Aber er ist frisch. Er ist auf jeden Fall angenehmer. Er ist nicht so stark wie der andere Cocktail natürlich. Wir haben weniger Alkohol drin. Er ist süßer durch die ganzen Säfte. Aber im Großen und Ganzen eigentlich ein cooler Drink. Mir gefällt der Zombie von 1934 ein bisschen besser. Er ist einfach komplexer im Geschmack, hat mehr Spirituosen und auch coolere Sirups mit dem Zimtsirup und so weiter. Aber ich finde, das ist wirklich ein solider Drink, den man trinken kann. Das waren unsere zwei Versionen des Zombies. Einmal eine einfache Version und einmal die klassische. Mich interessiert es, wie ihr eure Zombies macht. Was für Rezepte kennt ihr? Welche Spirituosen nutzt ihr? Welcher ist euer Lieblingsrum? Schreibt es gerne in die Kommentare. Macht's gerne nach, schreibt's in die Kommentare, wie es gefallen hat. Wenn ihr euch noch mit anderen Cocktail-Enthusiasten und uns ein bisschen connecten wollt, checkt unseren Discord ab, das packe ich euch in die Beschreibung. Checkt uns auf Insta ab, auf TikTok und überall, wo ihr uns findet. Und viel Spaß beim Nachmachen. Ciao.